Gut, was haben wir noch nicht angeguckt? Hier. Oh, da ist eine Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Okay. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Jörg! Rufus, hast du Dead by Daylight gespielt? So, na gut, weil er doch so gerne pömpelt, dachte ich mir, vielleicht. Okay. Ein Mauseloch. Eine Mausefalle. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Meinst du? Ich glaube schon. Gut, dann haben wir hier noch, Moment. Ah, wir haben noch eine Spüle, eine Gabel, einen Knopf. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass so ein komischer Spruch kommt, ey. Rufus, das geht nicht. Okay, wir haben einen Topf. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch... Toni hat... Ja, das will ich gar nicht hören. Okay, noch eine Gabel. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Rufus. Nein. Boah, was für eine Plörre. Ist dieselbe Plörre wie oben, im Bad. Okay, Spüle. Moment, wir haben einen Topf, wir haben Waschmittel, wir haben Socken. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Hm, schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ja, stimmt. Ohne Wasser kann er nicht kochen. Einen Moment, das kriegen wir hin. Ja. Und los geht's. Einmal wieder da rein. Einmal da drauf drücken. Genau, Rufus, du weißt, was ich will. Und dann ab zurück zur Kochstelle. Yay. Oh, habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Spiel wunderschön gemacht finde? Schmelz. Ich liebe diesen Stil einfach. Die Zeichentechnik, das... Ach, ja, Entschuldigung. Ich schwärme wieder zu viel. So, also Waschmittel da rein. Zack. Jawohl. Und jetzt die Stinkesocken rein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Ja. Haben wir schon gehört. Und du noch ein. Und du noch ein. Sehr gut. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen kochen. Kann ich den Pömpel... Nein, ich kann den Pömpel nicht mehr nehmen. Gut, und was mache ich jetzt mit dir? Put, put, put. Komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Sie verspottet mich. Na, warte. Wer tut das nicht, Rufus? So, okay. Okay, was haben wir denn jetzt? Also, wir haben Seidenschneider. Können wir dich vielleicht... Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Okay, okay. Vielleicht mit einer Gabel rausholen. Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Oh nein, wie barbarisch. Habt ihr noch die Mausfalle? Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Eine Zahn... Na gut, ist eine lebendige Zahnbürste. Eigentlich brauche ich eine Zahnpasta zum Anlocken, oder? Essen, Zahnbürsten, Zahnpasta. Das Einzige, was mir einfällt, ist hier dieser Proviant. Na gut. Anlocken vielleicht? Das wäre ein super Köder. Aber ohne Falle total verschwendet. Okay. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Das ist kein Mistvieh, das ist eine süße Zahnbürste. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Arme Zahnbürste. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Rufus, ohne Worte. So, okay, ich glaube, die Socken haben jetzt genug gekocht. Gehen wir wieder zurück. So, hol mal raus. Autsch, verdammt, das ist ja heiß. Das hast du verdient.
Vielleicht mit der Zahnbürste, weil die ja eh leiden muss. Die Zahnbürste ist zum Putzen da, nicht zum geputzt werden. Ja, sieht man. Dass die niemals geputzt wird. Gut, okay. Seidenschneider, Gabel. Ja, vielleicht mit der Gabel rausfischen? Hey, na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ach, nein, wirklich, Chemie. Okay, gut, wir haben jetzt ein paar Socken. Socken? Check. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutz... Warum wollte ich den bloß mitnehmen? Es gibt einen Grund, garantiert. Ich habe das jetzt mal übersprungen, weil ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Gut, eigentlich haben wir doch jetzt alles. Wir brauchen Seitenschneider, Socken, eine Zahnbürste, Proviant. Mehr war doch gar nicht, oder? Seitenschneider, Socken, Zahnbürste, Proviant. Okay. Dann, glaube ich, müssen wir das hochtun. Hochtun vor allem. In den Koffer hineingeben. So. Dippeldippel. So. Okay. Dann wollen wir mal. Zahnbürste, check. Zahnbürste, check. Seitenschneider, check. Seitenschneider, warum auch immer, check. Okay, und die Socken. Socken, check. Ja. Okay, dann haben wir eigentlich alle... Ah nein, Proviant noch. Proviant, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Okay, jetzt müssen wir entscheiden, was wir raustun. Na, kurz Strecki. Ja, Strecki. Seitenschneider, Zahnbürste, Proviant oder Socken. Also, auf Elysium. Will er nicht wie ein Idiot darstellen. Wir haben eine Schweinemühe gehabt, diese Socken herzustellen. Ergo bleiben sie drin. Zahnbürste, Ich finde, ich weiß nicht, wie Rufus das sieht. Saubere Zähne immer gut. Dann Seitenschneider werden wir hundertprozentig brauchen. Und Proviant. Ich glaube, Rufus... Der ist es gewohnt, ein bisschen Hunger zu haben. Tu mal das mal rauslassen, weil das ist doch recht sperrig, so ein Glas. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Ich habe irgendwie ein unbestimmtes Gefühl, dass ich weiß, wo das drauf hinausläuft. Und zwar darauf. Und ich klicke das einfach mal an. Bitte nicht. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Wir werden einen Seitenschneider brauchen. Jetzt passt es. Mhm. Dann kann's ja losgehen. Huch! Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel? Spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Die Musik ist so geil. Entschuldigung, ich habe mich gerade ein bisschen hinreißen lassen. Okay. Mega cool. Guckt euch das mal an. Und da unten diese Details. Okay, ich bin schon wieder am Schwärmen. Es tut mir so leid. Okay, wir müssen das Ding hier kalibrieren. Die Harpune, sagte Wenzel. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Okay. Der Koffer da rein, oder was? Kapseltür. Der Aszendator. Mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Oh Mann, okay, das sieht alles sehr sicher aus. Hier, dann hier dieses komische, die komische Kette. Geht hier hoch. Und das sieht aus wie eine Lunte. Da, oh je. Und da hinten kommt wahrscheinlich der Organon-Kreuzfahr-Dingsbums vorbei. Okay, gucken wir mal. Ja, Mann, gemütlich. Lass dir es gut gehen. Okay, hier ist ein Sitz. Kein Problem.
Mist, der ist ja festgeschraubt. Hä, warum will er denn rausmachen? Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Warum? Staufer, da muss der Koffer rein. Okay, da ist eine Batterie, also... So, und wohin jetzt damit? Ja, das dachte ich mir. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Mist. Oh, da muss die Batterie raus. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. Beste Idee. So, und nun? Einmal Koffer bitte da rein. Na, geht doch. Ja, so, und was machen wir mit der Batterie? So, und wohin jetzt damit? Jo, okay, wir haben hier einen... Ach, cool, guck mal. Also, wir haben eine Liste gefunden, alles in den Koffer gepackt. Cool. Etwas wieder auspacken haben wir auch machen müssen. Ach, mit Häkchen, ne? Alles gefunden und so weiter. Koffer verstauen haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir die Batterie verstauen. Cool. Also das ist im Prinzip sein Plan. Lustig. Und da hinten, da wollen wir hin. Nach Elysium. Elysium. Organonkreuzer. Da wollen wir hin. Und dann, oh Gott. Harpune kalibrieren müssen wir auch noch. Okay, gut. Zurück. Ich plage mich mal weiter. So, okay. Wir wollen die Batterie irgendwie da reinkriegen. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Auf der Batterie. Sieht doch sau bequem aus mit diesen... Ich zeige wieder auf dem Bildschirm, obwohl das gar nichts bringt. Da seht ihr diese zwei gelben Knubbel, ne? Also sau bequem, ne? Hinten, vorne und so. Zwei Adapter für Rufus. Nein, okay. Kann ich denn hier noch was machen? So, halt, was war das? Ein Schraubenschlüssel. Hat er nicht gerade gesagt, er braucht da irgendwie die Hilfe, um das... Moment. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Weil du so bist, Rufus. Du vergisst alles, was wichtig ist. Und jetzt bauen wir den Sitz aus. Hm. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Meinst du? Na gut, und jetzt kommen wir die Batterie. Aber wie hält sie denn? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Also, wir brauchen anscheinend einen Sitz und da muss irgendwie die Batterie reingefriemelt werden. Okay, ich guck mal kurz, was ich noch machen kann. Lunte, Harpune, Bedienungstafel, Kapseltür, Koffer. Okay, da waren wir schon. Wenzel, Wenzel, können wir wieder ansprechen? Gucken uns aber erst an. Das wird ein spektakulärer Abgang. Bestimmt gleich. Erst Batterie. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Gut, dann gehen wir mal zu Wenzel und fragen, ob der vielleicht eine Idee hat, wenn Rufus sich helfen lässt. Natürlich nur. Hey Wenzel, was gibt es? Ah. Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Okay. Also Deutsche? Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Rufus, sei doch nicht so unfreundlich. Moment. So. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich hab. Tja. Aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber... Aber wir haben so ein paar Schwierigkeiten. Batterie, die Harpune noch kalibriert. Wir haben den Seidenschneider nicht mitgenommen. Ich glaube, das sind alles so Punkte, das wird noch richtig relevant. Nein, keine Probleme. Ich würde das alles klappen. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Wohin bloß mit der Batterie? Ja, das wollen wir wissen. Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Ja, Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organonkreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und
puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Nein. Wenn ich das alles so höre, sollten wir eigentlich lieber Wenzel spielen. Weil irgendwie Wenzel klingt vernünftig, aber Rufus ist einfach... Er ist einfach Rufus. Mhm. Ich bin sehr überzeugt, dass dieser Punkt realistisch ist. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Und jetzt das Letzte. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Klar, logisch. Okay, was über den Organon? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Ja. Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Okay, was für Sachen? Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Ja, garantiert. So, die sind alle Schmarotzer auf Elysium. Ja, klar. Es war so klar. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Boah. Rufus! Wegen des Plans. Ich habe mich dann mal wieder an die Arbeit. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Nein. Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber... Batterie haben wir schon gefragt. Keine Probleme. Wieso? Keine Probleme. Natürlich. Ja, haben wir schon gehört. Und, so. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, dann wollen wir wieder. Okay, hier haben wir alles abgefrühstückt. Eben haben wir jetzt auch ausgequetscht. Dann gehen wir wieder mal da rein. Und dann gucken wir mal, ob wir woanders noch hin können, weil... Hier sehe ich ja keinen Sitz, ne? Können wir immer noch nicht rein? Kann ich jetzt aufschrauben? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Klar, logisch. Gerade einen Moment. Doch, mit einem Schraubenschlüssel oder so. Unsere ist aus Plastik, da könnte man das bestimmt aufhauen. Ich weiß nicht, hier, das ist, sieht sehr metallern aus. Das ist alles metallern. Metallern, ist das ein Wort? Ich weiß es gerade nicht. So, halt, halt. Wir sind ordentlich, wenn ich dich spiele. Und das sollten wir eigentlich auch mal vom Herd nehmen, aber... Ja, komm. Brauchen wir doch eh nicht mehr. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Okay. Und weg damit. What? Oh, okay, cool. Und zumachen natürlich. Okay, daran hat er sich natürlich jetzt nicht die Hand verbrannt. Na gut. Ach, guck mal. Gehen wir mal raus. Oh, schön. Okay. Eine Chilischote. Nimm mal mit. Autsch, heiß. Was? Können wir die vielleicht abschrauben? Da muss nichts geschraubt werden.